Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag einmal mehr, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie noch einmal begrüßen aus Vietnam, genauer aus der alten Kaiserstadt Hue in der Mitte dieses wunderschönen Landes hier bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Was ihr heute gleich besichtigen und erkunden wollen, ist ein Kapitel vietnamesischer Tradition und vietnamesischer Kultur hier bewahrt, eingekapselt, wieder aufgebaut aus Trümmern, aus der Asche gewissermaßen im Herzen dieser alten Kultur-, Bildungs- und Kaiserstadt Hue, einer Perle Vietnams gelegen, sinnbildlich und auch tatsächlich an einem Fluss, der Parfumfluss heißt. Und nicht zuletzt dank dem Engagement der Bewohner dieses prächtigen Anwesens nun auch in ökologischer Hinsicht massive Fortschritte gemacht hat, gesäubert, gereinigt wurde in einer Art von schweizerischem Initiativengagement von unten, nicht durch die Regierung orchestriert, sondern sozusagen schweizerisch von unten nach oben durch Selbstverantwortung hier ins Werk gesetzt. Und wir werden im Folgenden auch einige Bezüge zur Schweiz durchaus thematisieren, denn die Besitzer und Erbauer dieses wunderschönen Anwesens haben Beziehungen zur Schweiz. Und diese Sendung kommt nicht zuletzt, ich möchte das gleich offenlegen, als eine Art Beziehungsdelikt zustande, denn ich wüsste gar nichts davon, wenn unsere Familien nicht verwandt wären. Und deshalb ergreife ich hier in meinen Familienferien gleich die Initiative, um diese verwandtschaftlichen Verbindungen hier fruchtbar auszunutzen, um Ihnen hier, glaube ich, einzigartige Einblicke gewähren zu können, urteilen Sie selbst. Ich habe Ihnen schon einiges erzählt über Hue. Wie gesagt, die alte Kaiserkultur- und Bildungsstadt in der Mitte Vietnams, vom Krieg damals, vom Vietnamkrieg weitgehend verschont, auch eher nachlässig bewacht von den Amerikanern. Doch 1968, als es niemand erwartete, haben hier die Nordvietnamesen brutal zugeschlagen. Die alte kaiserliche Zitadelle, die frühere Innenstadt mit dem Kaiserpalast, dem Versailles Vietnams, gewissermaßen in Beschlag genommen. 1802 ist diese alte Zitadelle erbaut worden von den Kaisern der Nguyen-Dynastie. Und bis 1955 mit Unterbrüchen haben diese Könige und Kaiser hier regiert, zuletzt allerdings nur noch von Gnaden der Ausländer, der Franzosen. Vor allem dann musste der letzte Kaiser Ba Odai abdanken. Die Hausherrin, die Chefin des Hauses gewissermaßen, ist mit diesem Kaiserhaus verwandt. Sie hat viele Jahre zusammen mit ihrem Mann, der für eine Schweizer Bank tätig war, viele, viele Jahre in der Schweiz verbracht und in Europa. Aber jetzt haben sie sich hier zur Ruhe gesetzt, sind hierher gekommen und unterhalten auf diesem prächtigen Landsitz hier direkt am Parfümfluss von Hue auch kulturelle Abende. Es gibt da viele Gäste, die international hier sich sehen lassen. Dann wird musiziert, werden auch in zauberhafter, wunderschöner Umgebung. Sie sehen hier einen Blick in die Interieurs. Das ist sehr traditionell ausgebaut, an wirklich idyllischer Lage. Allerdings alles neu aufgebaut, meine Damen und Herren. Das ist also nicht eine alte Stätte, die hier sozusagen renoviert wurde, die einstmals dem Krieg oder den Verwitterungen der Zeit zum Opfer gefallen wäre. Nein, dieses Anwesen im traditionellen vietnamesischen Stil ist hier von den Besitzern, Herrn und Frau Trong, ich werde dann den Nachnamen der Hausherrin nachher noch einmal versuchen, richtig auszusprechen. Sie kann das sonst auch selber tun, damit ich hier keinen Fehler mache. Also Sie sehen hier alles wunderschön gehalten. Die Steine übrigens, die Backsteine, die konnten die Eigentümer erwerben von den vietnamesischen Behörden. Das sind alte Trümmerteile, alte Facetten des Kaiserpalastes, der damals eben in Schutt und Asche lag. Und es ist der Familie gelungen, hier mit großem Engagement diese stummen Zeugen der Geschichte einzubetten
in einen neuen Bau. Die Eigentümer, die Besitzer erwarten uns schon. Ich versuche hier einigermaßen balanciert über die Treppen zu steigen. Sie empfangen uns in ihrem sehr, sehr schönen Garten. Auch hier ein Blick, der Ihnen zeigt, wie sich da Tradition und Tropen harmonisch verbinden. Und jetzt sind wir gleich am Zielpunkt angelangt. Ich zeige Ihnen, bevor wir ins Gespräch gleich einsteigen, ich habe schon eine richtige Einführung gemacht, zeige ich Ihnen, meine Damen und Herren, noch einen Blick auf den Parfumfluss, wie er so sinnfällig heißt. Sie sehen da im Hintergrund auch eine rege Aktivität mit Paddleboats, sind da auch Kinder am Schwimmen. Und nicht zuletzt das Ehepaar, beziehungsweise allem voran das Ehepaar, mit dem wir uns gleich unterhalten werden, hat dazu beigetragen, dass dieser Fluss ganz massiv da auch gesäubert und gereinigt wurde, sodass er heute ein willkommenes Freizeit-Verlustierungs-Angebot bereithält und sehr viele Bewohner von Hue-Familien hier an den Ufern dieses Flusses ihre Freizeit verbringen. So, jetzt sitze ich aber ab und versuche die Kamera ohne Schnitt in die richtige Position zu bringen. Lassen Sie mich das ganz kurz erledigen. So, das sollte nun gelungen sein. Ich versuche jetzt mal, ja, Sie beide ins Bild zu rücken. Ich muss mich entschuldigen, ich habe natürlich euch vorgestellt als Herrn und Frau Truong, obwohl der Name deiner Gattin, lieber No, wir sind ja verwandt, deshalb darf ich hier die Du-Form wählen, weil du diesen Namen viel besser noch aussprechen kannst als ich. Also wie ist die korrekte Bezeichnung des Familiennamens deiner Frau? Der Name, Familienname meiner Frau ist Huyen Tôn Nữ, das ist ein kaiserlicher Name. Aha, eben, also Sie sehen, eine auch schwierig auszusprechende, aber hier natürlich bekannte Familiendynastie. Aber ihr beide habt ja viel Zeit auch in Europa verbracht, in der Schweiz. Aber meine erste Frage lautet, wie ist es zu diesem Anwesen gekommen? Ich habe den Zuschauern bereits erklärt, ihr habt das alles neu aufgebaut. Das ist also nicht sozusagen eine Renovationsarbeit, sondern das ist from scratch sozusagen auf der leeren Fläche hier aufgebaut worden. Kannst du das ganz kurz vielleicht in Erinnerung rufen? Ja, im Jahr 1998 haben wir das Grundstück hier gekauft und das war nichts hier, das war Schwemmland. Hier, wie Sie hier sehen, das vor uns ist der Fluss. Und Kami hat den Wunsch gehabt, ein Theater hier zu bauen zwischen der Tinmu Pagode und dem Tempel der Literatur. Das war immer ihr Wunsch. Und der Wunsch wurde noch verstärkt, als sie in die Schweiz, das heißt dann mit der mit Hilfe von Helvetia, ne, ist Camille, hat sie hier die Schweiz vertreten, um bei dem internationalen Musikfestival mit ihren Professoren. Okay. Und da hat sie den Wunsch gehabt, das müssen wir bauen. Ja, also das Ganze geht eigentlich auf die Initiative der Frau zurück. C'est l'initiative de la femme, on pourrait dire. Ich werde kurz aufs Französische wechseln, weil Camille, sie ist mit ihrem Vornamen jetzt auch eingeführt worden. Oui, tu as eu la vision de faire ça. Et peux-tu expliquer un peu les vêtements que tu as? Aujourd'hui, c'est un, je pense que c'est un dress traditionnel vietnamien. Peut-être un peu de remarques sur ça. Alors, donc, quand on a la permission de construire le théâtre, où je peux donner des concerts autant de fois que je veux pour le monde entier, si on peut dire. Alors, donc, j'ai choisi entre architecture européenne,
et architecture typiquement vietnamienne. Et je pense que j'ai bien choisi de rester vietnamien dans ma construction, bien sûr avec le conseil aussi d'un très célèbre architecte suisse qui s'appelle Eduard Neuenschwander. Il m'a dit qu'il faut que tu restes totalement dans le style de tes ancêtres. Hein? Et c'est ça la valeur. Donc j'ai commencé à faire ça pour réaliser ma théâtre. Et pour le vêtement, ça c'est le vêtement traditionnel de temps des rois. Bien sûr que c'est perdu un certain temps. Hein, et maintenant ça revient actuel. Parce que ça c'est national. Comment on dirait costume ou bien traditionnel vêtements des femmes de l'époque des rois. Ich möchte das ganz kurz übersetzen, nur in ganz groben Zügen, weil unsere Zuschauer natürlich auch des Französischen mächtig sind. Nein, Spaß beiseite. Gami hat erklärt, dass sie das auch zusammen mit einem schweizerischen Architekten, dem Herrn Neuenschwander, entwickelt hat, der ihr geraten hat, das Ganze im sehr traditionellen vietnamesischen Stil zu halten und eben auch als Bühne, als Aufführungsbühne zur Vergegenwärtigung der vietnamesischen Kultur hier entsprechend zu reformieren, gewissermaßen wieder zum Leben zu erwecken. Und die Kleider seien ein authentischer Stil aus der königlichen Zeit Vietnams, die ja mit dieser letzten großen Dynastie 1802 begonnen hat und dann eben mit Unterbrüchen bis 1955, in den Geschichtsbüchern heißt es manchmal auch bis 1945, gedauert hat. Der letzte Kaiser von Vietnam ist ja heute begraben in Frankreich. Nun, der nächste Punkt, den wir da besprechen müssen, ist eure Beziehung zur Schweiz. Ich habe das auch schon angetönt, ihr habt ja lange in der Schweiz gelebt. Du hast für eine schweizerische Grossfirma gearbeitet, für die SBG, für die UBS, bist ein Banker, ein Swiss Banker. Wie ist die Verbindung zur Schweiz zustande gekommen? Ja, nach meinem Studium an der Technischen Universität Berlin bin ich in die Schweiz gezogen, habe ein Angebot bekommen, in der Schweiz zu arbeiten. Und ich habe unter anderem dafür Telekurs, das heißt dann für Finanzinformationen und für die Nationalbank da Projekte geführt. Und ich bin da bekannt dafür, die Finanzinstrumente zu modellieren, die Finanzinformationen für den Finanzplatz Schweiz da zu versorgen. Und als ich da von der UBS da angestellt wurde, war ich damit betraut, für derivative Finanzinstrumente zu modellieren. Das Ergebnis war ein Modell, das in der ganzen Schweiz bei allen Banken, die Produkte da kotiert haben an der Schweizer Börse, müssen dieses Modell da benutzen. Und das war mein Verhältnis dazu, der UBS. Und zuletzt habe ich da Lust für die Sache weiter, wurde da befördert zum Exekutivdirektor der UBS. Und ihr habt beide in der Schweiz viele Jahre gelebt. Jetzt seid ihr zurück in Vietnam. Ihr seid beide aus Südvietnam stammend, also von jener Seite, die sozusagen den Krieg damals verloren hat. Seid wieder zurückgekommen in die Heimat. Vielleicht ganz einmal, was sind die größten Unterschiede hier zum Leben in der Schweiz? Was ist da vielleicht die entscheidende Erfahrung? Vielleicht gibt es auch überraschende Gemeinsamkeiten. Ja. Der größte Unterschied hier ist die Hitze. Also in diesen Tagen leiden wir unter der Hitze hier, über 40 Grad. Ja, Spaß beiseite. Die schwierigste Sache für uns ist, rückwärts zu integrieren. Also wir lebten in der Schweiz als Banker, als Künstlerin und plötzlich sind wir hier und das Verhältnis hier, das ist nicht
noch nicht so weit wie in der Schweiz. Und wir müssen auch viele Überzeugungsarbeiten hier tun, damit die Leute sich entsprechend verhalten. Zum Beispiel Abfall, ne? Zum Beispiel die Umweltverschmutzung. Also wir haben da, so wie gewöhnlich in der Schweiz, Initiative gestartet mit jungen Leuten, mit Kindern entlang dem Ufer, Abfälle zu sammeln und den Fluss mit wir mieten Booten, um da die Abfälle zu fischen von dem Fluss. Und das haben wir durchgehalten, 3-4 Monate. Und das hat die Regierung hier in Hue gerührt. Und sie haben reagiert in einem Konzert hier, in einem Konzert für die Umwelt, klassische Musik für die Umwelt, ist die Regierung hergekommen, um die grüne Politik zu deklarieren, hier am Bensun. Das heißt, ihr seid auch eine Art grüne Pioniere hier am Fluss von Hue, der die Stadt ja trennt zwischen Norden und Süden. Wir sind jetzt im Nordteil, oder? Im alten Teil der Stadt, oder sind wir im Südteil? Im südlichen Teil des damaligen Südvietnam. Das heißt, wir sind jetzt wir sind im südlichen Teil, klar. Und aber wir sind sozusagen in der Stadt Hue auf der Nordseite oder auf der Südseite? Wir sind auf der Nordseite der Stadt. Das heißt in der alten, auf der alten Seite der Stadt gewissermaßen. Ja, genau. Auf der alten Seite. Ja. Genau. Jetzt. Das ist auf der Seite, wo die Kaiserpaläste sind. Genau. Ja. Jetzt meine Frage zu diesem Anwesen, das ja prächtig ist, mit einem wunderschönen Garten. Ich hoffe, ich konnte vorhin auch ein bisschen noch einen Einblick vermitteln in die Detailliertheit des ganzen Aufbaus. Alte Backsteine habt ihr gebracht. Wie schwierig war das, an dieser Stelle so etwas aufzubauen? Du hast mir erzählt, das sei vorher ein Sumpfgebiet gewesen. Also ihr habt das eigentlich aus dem Boden, fast aus dem Nichts heraus erarbeitet. Wie schwierig war das? Wie habt ihr das geschafft? Ja, es ist buchstäblich da aus dem Boden gestampft. Wir haben ein Glück gehabt, als wir das Anwesen gekauft haben, das Grundstück gekauft haben, haben wir zuerst die Mauer hier gebaut und danach kommt die Überschwemmung. So die größte Überschwemmung. Und der ganze Garten ist gefüllt, ja, mit Schwamm, mit Sand. Und das hat uns geholfen. Und wir haben da untergeldet hier, so wie in der Schweiz. Und die Erde, die wir herausgeholt haben, ja, haben wir den Garten gemacht. Ja, das heißt dann, hier haben wir ein großes Haus, aber es ist ein Holzhaus. Aber das sitzt auf einem Socket, ne, von Beton. Ne, so unterkennt, so wie in den Schweizer Bergen. Und der Stil des Hauses ist das eben mit einem Schweizer Architekten entwickelt. Ist das jetzt authentischer Stil des 19. Jahrhunderts oder ist das eine Art moderne Interpretation dieses klassischen vietnamesischen Baustils? Ja, zurück zu unserem Freund Eddie Neuenschwander. Wir haben sehr viele Besprechungen mit ihm gehabt. Wir haben verschiedene Stile diskutiert. Und am Ende sagte er, Camille, bleib dabei, bleib da klassisch, ne, historisch. Ne, so wie du, aber historisch, so wie du als Kind erlebt hast, aber auch deine Interpretation. Und so hat Camille gemacht. Und man würde auch merken, dass das Haus aus Spuren von unserem Leben in Europa, in der Schweiz, in Frankreich und in Italien, wenn man genau anschaut, man sieht, dass da basiert auf der Architektur, der Erbenarchitektur, haben wir das weiterentwickelt und das so gemacht, damit es dem Zweck dient, ein Theater. Und ein Theater, so wie eine Chambre de Musique, ne, so wie eine Musikkammer. Also da, wenn wir nachher reinschauen, ne, das ist so klein gehalten, aber das ist so, hat ein so ein Echo, das hat ein so Ambiance, ne, dass wenn Camille da die Lieder vorträgt, dann hat man das Gefühl, man ist so nah beieinander.
Maintenant, je vais changer en français. Encore une fois, ich werde nochmal auf Französisch wechseln, weil jetzt möchten wir etwas über diese kulturellen Veranstaltungen sprechen, die hier stattfinden. Es kommen ja ganz berühmte Organisationen hierher, zum Beispiel die Zeitschrift National Geographic hat hier schon Gesandtschaften hingeschickt. Es waren berühmte Leute zu Gast in diesem Anwesen. Il y avait des gens très fameux qui étaient ici, qui ont témoigné les présentations culturelles de Camille. Camille, est-ce que tu pourrais expliquer un peu la nature de ces performances? Qu'est-ce que tu fais sur le, comment on dit ça en français, sur la stage, le stage? Mon français n'est pas assez parfait. Ich möchte wissen, welche Art von kulturellen Veranstaltungen hier stattfinden. Donc le programme que je prépare pour les visiteurs, en général, c'est toujours, je les amène un voyage du nord jusqu'au sud par des chansons traditionnelles du nord, du centre et du sud, comme fonds colorique ou bien des berceuses, et toujours suivi avec une chanson que je compose moi-même. Ich möchte das ganz kurz übersetzen. Also sie nimmt die Besucher eigentlich mit auf eine musikalische Reise vom Norden in den Süden des Landes mit verschiedenen Instrumenten, auch mit Eigenkompositionen, die sie dann vorträgt. Es gibt übrigens auch Plattenaufnahmen mit Gami und dem Schweizer Gitarristen Walter Giger, habe ich gesehen im Internet. Oui, et tu joues beaucoup de, il y a beaucoup des instruments qui sont ici. Es hat sogar Schweiz, es hat eine Harfe, habe ich gesehen, eine chinesische Harfe. Dann haben wir, glaube ich, auch ein Hackbrett, mit dem man schweizerische Ländlermusik intonieren könnte. Also auch die Schweizer Tradition spielt eine Rolle. Quelle sorte d'instrument musical tu as à ta disposition ici à Hue? Alors, nous avons le dulcimer. Das ist das Hackbrett. Ja. Le Moonlute, c'est la lutte de la lune, avec deux cordes, monocorde. Le zitar chinois, il y a 21 cordes. Also die Zitar, die Zither. Ja, Zitar. Mm-hmm. Et spécialement, on a aussi un chinois harp. Donc c'est très rare. Aussi au Vietnam et par chance j'ai eu un ici à Bình Xuân et quand on interprète même avec les chansons traditionnelles vietnamiennes mes compositions avec Vanter dans le style très pentatonique mais très avant-garde très européenne c'est un mélange de deux cultures et toujours avec un morceau un aria du pays d'où viennent les visiteurs par exemple si ils sont italiens ben je vais interpréter un morceau très connu de Puccini par exemple ou bien si c'est français c'est un morceau de Offenbach très connu aussi en général j'ai choisi des arias parce que j'adore aussi les morceaux grands classiques du monde. Ja, ganz kurze Übersetzung. Also hier würden auch entsprechend ja ausländische Stücke interpretiert. Wenn italienische Gäste da sind, Puccini. Wenn Franzosen kommen, ist es Offenbach. Et quand les Suisses viennent, qu'est-ce que l'on joue? On joue la hymne nationale ou on a une autre chanson folklorique? Und wie sieht's bei den Schweizern aus? Alors, donc, quand les Suisses viennent, alors je pense que ça me donne beaucoup plus d'émotion. Parce que j'ai vécu quand même longtemps en Suisse et avec un grand amour que je donne pour la Suisse et une admiration énorme pour les Suisses. Donc, bien sûr que je choisis des morceaux comme Lioba ou bien Ami Aina Praula, c'est rétro-romaniche, ou bien voilà, Louis Faubert, Untal, tous ces morceaux-là, j'ai appris de mon professeur de musique, donc Walter Giger. Chaque fois que je chante ces morceaux-là, bien sûr que je pleure avant que je chante et je fais pleurer et chanter les visiteurs suisses. Et ce moment-là, je crois que j'ai l'impression que je suis en Suisse avec toutes les émotions que j'avais.
Also das wird sehr emotional, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Also wenn Schweizer da sind, da werden schweizerische Volkslieder angestimmt und auch weinend, tränenreich einmal die Verbundenheit zur schweizerischen Heimat hier auch musikalisch gestaltet. Ja, vielleicht noch eine Frage dazu. Ja, dass ihr habt ein Haus, das eigentlich offen ist für solche Veranstaltungen. Aus der ganzen Welt kommen die Leute. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen, wenn ein Unternehmer oder ein Unternehmen gerne einmal sagen würde, doch, wir wollen etwas Spezielles erleben, kommt zu uns, wir machen so eine Darbietung hier an dieser sehr authentischen, traditionsbewussten vietnamesischen Stätte. Ja, was ist euer Konzept? Was steckt da dahinter? Ja. Das haben wir auch schon losgeführt. Es gibt da Firmen, die aus Firmenanlässen organisieren sie für ihre Mitarbeiter ein besonderes Event. Und wir haben dann zusammen mit ihnen ein Programm zusammengestellt, wie das am besten da abläuft. Wir können uns vorstellen, sie kommen hierher mit einem Boot, ja, und wir stehen hier auf der Brüstung, wir begrüßen sie und zuweilen spielen wir von den Musiktürmen da Musik herunter, um sie zu empfangen. Ja, und so, das wird da wirklich da ganz schön vorbereitet für Unternehmen, für so unser Steffen, so unser Mais, also Mais-Steffen. Ne? Und was ist da der finanzielle Rahmen? Was muss man sich da vorstellen? Macht ihr da immer individuelle Deals? Oder ich nehme an, das ist eine ziemlich exklusive Angelegenheit. Das wird immer exklusiv da gemacht und wir empfangen hier Gäste vorwiegend exklusiv. Und wir haben einen Tarif, der Tarif, da natürlich, wenn mehr Leute da sind, da kommt eine Preisreduktion, aber ansonsten das Niveau von dem Service, von dem kulturelles Angebot und kulinarisches Angebot, wir sind top, wir sind wirklich an der Spitze, auch was den Preis betrifft. Wir haben gestern auch mit unserer Familie erleben können ein Mittagessen. Ich glaube, da ist auch ein Teil eurer Familie, hat dieses Restaurant gebaut. Ich glaube, die Schwester von Gami ist da die Wirtin. Wir konnten da ein wunderschönes, traditionelles vietnamesisches Essen erleben um die Mittagszeit. Übrigens auch bei hervorragendem Wein, das möchte ich gleich hinzufügen. Ist das so eine Art Trend jetzt in Vietnam, dass da die Tradition wieder zurückkehrt, dass man nach diesem fürchterlichen Krieg und vielleicht auch der kommunistischen Dominanz, die ja eher etwas in die Zukunft hineingeht, die Kommunisten sind ja nicht die traditionsverliebtesten Menschen, dass jetzt hier etwas wie eine The Return of Tradition stattfindet, oder sind das eher einzelne Engagements, in diesem Falle auch von, ja, vielleicht auch Rückkehrern? Ich denke, jeder von uns hat eine, sagen wir, ein Verlangen für Sehnsüchte, für schöne Sachen in der Vergangenheit. Und ich denke, die kaiserliche Zeit war eine sehr gute Zeit und war auch eine sehr gute Administration. Also das Land Vietnam zu der Kaiserzeit war das größte und die Bevölkerung war sehr wohlhabend. Und in der Kaiserzeit. Nun, nach vielen politischen Umwälzungen, also da kommen wir zurück zu den Wurzeln der Kultur. Und was ist besser als die kulturelle Errungenschaft in der kaiserlichen Zeit? Und wir sind hier federführend in diesem Segment, ich würde sagen, very high-end Segment von Tourismus und mit diesem, wir spüren, dass Vietnam so etwas braucht, weil das ist Kultur, Also das, was man wieder sieht, dass die Kultur wieder blüht. Ich denke, die Zeit mit dem Massentourismus, mit dem billigen Massentourismus ist vorbei. Das würde nur die Umwelt hier in Vietnam zerstören. Und deswegen, ich denke, das, was wir hier machen, sollte da
führen sein, ne, in eine neue Richtung für Vietnam. Also man empfängt Gäste mit Kulturen und mit dem kulturellen Verständnis des, der Gegenseite, also das, was wir hier machen. Wir sprechen hier Deutsch, wir sprechen Französisch, wir sprechen Englisch und das Programm wird entsprechend auf die Gäste umgestellt, ohne die Charakteristik der vietnamesischen Kultur zu verlieren. Interessant, man spürt da natürlich auch gewisse, vielleicht schweizerische Anklänge insofern, du hast das bereits angesprochen, das eigene Engagement auch des Umweltschutzes hier am Fluss, dann aber auch sagen wir einmal, hochwertige touristische Ausrichtung in einer ganz spezifischen Nische, das ist ja auch die Schweiz sozusagen, die Schweizer Wirtschaft. Lass uns zum Schluss noch ganz kurz oder in aller gebotenen Kürze noch darüber sprechen, über das Vietnam von heute. Wir sind hier in der Mitte dieses wunderschönen Landes in Hue. Das ist nicht Hanoi im Norden, das ist nicht Ho Chi Minh-Stadt Saigon im Süden. Das ist ein altes Zentrum eben der kaiserlichen Dynastie, der Gelehrsamkeit, der Religion. Es gibt hier sehr viele Pagoden. Es ist auch ein Gebiet, das wirtschaftlich im Moment, sagen wir, noch ein großes Entwicklungspotenzial hat für Unternehmer. Wie beurteilst du das als früherer Swiss Banker? Wie sieht eigentlich die wirtschaftliche Dimension dieses Mittelteils von Vietnam aus, von Hue? Ja, das ist sehr interessant. Hue ist sehr konservativ. Und durch diesen Konservatismus ist noch vieles erhalten geblieben. Also die Kulturerben und auch die Traditionen. Aber auf der anderen Seite, Hue ist im Moment da auf der schnellen Fahrt der Entwicklung. Und wir holen im Moment auf und wir basieren auf die Errungenschaften und auch Misserfolge der anderen Gebiete. Nämlich die Natur, die Umwelt beachten, also Sustainable Development, also wie sagt man auf Deutsch wieder? Nachhaltige Entwicklung. Nachhaltige Entwicklung. Darauf legt Hue sehr viel Wert. Und die Entwicklung von Hue im Moment ist so geplant, die Planung ist sehr gut. Auf der einen Seite, so wie hier auf der Nordseite, wir versuchen, diese Kulturen, kulturelle Umgebung beizubehalten. Auf der südlichen Seite, auf dem Lanko, also da sind große Porte und Industriegebiete werden da ansammelt, aber hier die Kulturerben der Welt wird intakt gehalten. Und vielleicht noch ein Wort zu der fürchterlichen Hinterlassenschaft des Krieges. Ich habe in meinen einführenden Worten und auch in früheren Sendungen über die Schlacht von Hue gesprochen, 1968, vom 31. Januar bis zum 2. März. Damals haben sich ja die Nordvietnamesen festgesetzt in der alten Zitadelle. Die Amerikaner, völlig überrascht, mussten dann 24 Tage aufs Fürchterlichste zurückkämpfen. Welche Spuren hat dieser Krieg hier hinterlassen? Wie ist euch das aufgefallen als Rückkehrer? Ich persönlich, wenn ich das noch sagen darf, habe hier mal eine ganz interessante Begegnung erlebt mit einem Cousin von euch, der heute spezialisiert darauf ist, aus einer alten Mandarinsfamilie stammend, spezialisiert darauf ist, Häuser zu bauen im alten vietnamesischen Stil. Viele Amerikaner, Russen würden ihm das abkaufen. Das ist also da gefragt, auch bei der etwas Haute Volée international. Aber was mich beeindruckt hat an diesem Gespräch, ich habe keine Bitterkeit erkannt. Also nicht, dass man da groß in die Vergangenheit zurückschaut und die alten Wunden leckt, sondern ich hatte den Eindruck, die Vietnamesen schauen nach vorne. Sie wollen das Land nach vorne bringen. Aber irgendeine Spur, bin sicher, muss doch dieser Krieg auch hinterlassen haben. Wie erlebt ihr das? Ich sehe auch als Vietnameser, der im Süden aufgewachsen ist, der den Krieg da beobachtet hat und auch im Fernsehen im Westen, also zu der Zeit studierte in Deutschland, muss ich sagen, die Sehnsucht nach Frieden ist größer als jeder andere Hass. Also wenn du jeden Vietnamesen auf der Straße fragst, sei es im Süden, sei es im Norden, alle Leute
sind sehr zufrieden damit, dass wir heute im Frieden leben dürfen. Und das ist das sehr wichtig. Alles andere ist gar nicht so wichtig. Und wenn wir das so anschauen, unser Verhältnis zu den Franzosen, ne, zu den ehemaligen kolonialen Herren, ist prächtig, ist sehr gut. Unser Verhältnis zu Amerikanern, ne, ist auch sehr gut. Also wir sehen, die Vietnamesen sind nicht rückwärts schauen. Sie schauen da vorne. Rückwärts schauen, das ist so viel Leiden. Das können wir auch nicht die Vergangenheit verbessern. Das können wir nicht. Und zum Schluss noch die Schweiz. Was habt ihr aus der Schweiz nach Vietnam mitgenommen? Qu'est-ce que c'est la Suisse en Vietnam? Was habt ihr da mitgebracht, importiert? Sehr viel. Die Motivationen, die Ansätze, wie man hier Aktion unternimmt. Wir folgen hier dem Prinzip, das Volk bestimmt, und wir haben Volksinitiative. Wir tun, was nicht verboten ist. Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das, was wir von der Schweiz lernen. Also was wir auch immer hier starten, sind wir die Ersten, weil wir denken, wir müssen Initiative übernehmen. Und das, was ich da in den Führungskursen bei der UBS gelernt habe, Leading by Example. Ja. Und die UBS, vielleicht das allerletzte Stichwort, ist jetzt ja ziemlich verändert worden. Es hat etwas stattgefunden, was du vielleicht nie für möglich gehalten hättest, dass der große Konkurrent Credit Suisse einmal zusammenstürzte. Und heute ist er Teil der UBS. Die UBS wird heute stark kritisiert in den Medien. Sie sei da eine Monsterbank, eine Riesenbank, eine Godzilla-Bank, die man nun mit allen Mitteln des Gesetzes da quasi kontrollieren müsse. Du kennst ja den heutigen CEO der UBS, den Sergio Ermotti, der war auch Chef noch zu deiner Zeit, war er da zuständig. Vielleicht noch ein Wort für die Schweizer, etwas Ermutigendes, was die UBS angeht. Ich nehme an, du bist ein stolzer UBSler hier in Vietnam. Ja, ich bin ein stolzer UBSler gewesen und bleibe auch noch. Ich denke, die Aktionen, die die Nationalbank geführt hat, um das Schweizer Bankwesen zu retten. Die UBS war einmal, ne, also da in 2008, ne, unter die Räder gekommen. Ohne die Bundeshilfe wäre das zugrunde gegangen. Und mit Credit Suisse selber. Das Wichtigste ist, die Fondswirtschaft, ne, zu retten, die kleinen Sparer, ne, zu retten, also ihre Guthaben zu retten. Und das war notwendig. Nicht das Schönste, nicht das, was man wünschen würde, aber das war notwendig und ist notwendig gewesen. Und was bedeutet es, dass die Schweiz so eine große Bank hat? Meiner Ansicht nach ist das sehr wichtig, dass wir so ein großes Institut haben. Wie beurteilst du das als Banker? Ja, ich denke, die Aktion war notwendig und wer weiß, in der Zukunft, was zusammenkommt, wird wieder trennen, ne, und wieder zusammenkommen. Und das ist der Verlauf der Geschichte immer. Ne, und ich erwarte das auch. Ne, dass sie das kann nicht auf Dauer so bestehen bleiben. Also das ist ein momentaner Zustand, notwendiger momentaner Zustand. Aber das wird wieder in kleine aufbrechen, wie die Schweiz ist. Ganz herzlichen Dank, lieber No, liebe Gami. Ich rücke mich zum Abschied auch noch ins Bild. Und was hier gesagt wurde, stimmt also. Es herrschen tropische Bedingungen. Es ist sehr, sehr heiß. Ich bin auch ziemlich durchgeschwitzt. Ich zeige Ihnen noch einmal ein letztes Bild hier. Der Schwenk über den wunderbaren Fluss, der dank schweizerischer oder schweizerisch inspirierter Eigeninitiative hier umweltschützerisch nach vorne gebracht wurde. Das ist eben auch ein Weg, dass man den Umweltschutz selber in die Hand nimmt und nicht darauf wartet, bis die Regierung dazu kommt. Ich zeige Ihnen hier noch das wunderbare, ja, das Portal, könnte man sagen, das Flussportal des prächtigen Anwesens. Ein paar Einblicke aus dem Theatersaal, da mit den wunderschönen Holzwänden und der europäischen Kunst. Das habe ich Ihnen bereits etwas zeigen können mit diesen, ja, Zauberbildern aus den vietnamesischen Tropen möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Sehr beeindruckend die Arbeit, die ihr geleistet habt.
geleistet habt. Und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie hier dabei bleiben. Und ich bleibe selber überrascht, wohin mich meine Reise hier in Vietnam noch überall hinführen wird. Bis bald, macht's gut, ich melde mich zurück.